Hallo YouTube, wir gucken uns heute den großen Allgemeingelehrten Aktien mit Rübe an, Kopf, und der hat so immer richtig schlaue wissenschaftliche analytische Analysen und hat hier offensichtlich Harald Lesch komplett entlarvt. Also Harald Lesch hat jetzt im Prinzip, ist er jetzt einfach vollständig entlarvt und man kann eigentlich überhaupt nicht mehr, wenn man Harald Lesch auch nur im Ansatz erwähnt, dann ist man quasi schon qualifiziert, weil nämlich Aktien mit Kopf gesagt hat, der ist entlarvt. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Gucken wir uns mal an. Es geht offensichtlich um Atomkraft. Atomkraft ist ja so ein bisschen das Lieblingsthema von diesen ganzen Leuten, die glauben, dass ja, die Grünen schuld dran sind, dass die Preise irgendwie teuer sind und so. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es mal wieder um die Grünen gehen wird. Aber wir sehen. Wir gucken uns mal an. Harald Lesch verbreitet mittlerweile unhaltbare und hanebüchene Theorien Lechs Karriere endet heute Abend. Ja, ich bin mir sicher. über Kernkraftwerke und Kernenergie, die sind wirklich sowas von unwissenschaftlich und unhaltbar, dass man jetzt unbedingt dazu auch mal ein Video machen muss. Oha. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und Harald Lesch ist ja in der Vergangenheit schon damit aufgefallen, dass er auch bei dem Klimawandel zahlreiche Statistiken abgeändert hat. Ich habe dazu ja auch mal ein Video gemacht. Aber das, was jetzt wirklich hier zum Thema Kernkraft behauptet wird, das schießt wirklich den Vogel ab. Und wir müssen an dieser Stelle immer auch eine sehr spannende Frage stellen, die ein Autor, der gerade auch auf eine der Videos von Harald Lesch reagiert. Harald Resch ist schon richtig. Ne? Ich glaube, der lügt auch. Ich Doch, der glaube, der Bunker lügt mehr nicht nur. raus, Alter, mach raus, Wichser. Wie bitte? Servus, Flieger. Vielen Dank. Ins Abgift. Sie, Wichser. Nein. Ich glaube, der Mann lügt nicht nur bei der Atomkraft, sondern auch bei seinem Namen. Ich glaube, der heißt Harald Resch. Tatsächlich. Ich bin mir ziemlich sicher. Gestellt hat, die sehr interessant ist. Und zwar zum Thema Ökonomie, weil hier geht es ja auch immer auf diesem Kanal um Zahlen. Und Harald Lesch verbreitet jetzt nämlich hier Mesh. zum Beispiel folgende Aussage in seinem neuesten Video, alles Kernkraft, alles Bingo, dass sich Kernkraft ja einfach gar nicht ökonomisch rechnen wird. Was? Was? Das lohnt sich ökonomisch nicht? Da bin ich aber auch stinksauer, ne? Wie kann man denn Hört sowas mal sagen? kurz rein. Die Kernkraft wirklich konkurrenzfähig zu den erneuerbaren Energien? Das ist ein Hot Take, ja. Wirtschaftlich? Auf keinen Fall. Die Kernenergie ist viermal teurer als die Windkraft und die Folgekosten für den Einsatz von Kernenergie kann man gar nicht abschätzen. Also, seine ganz klare Aussage, na, mit so einem spannenden Graphen, Kernenergie würde sich gar nicht rechnen. Die spannende Frage, die dann auch ein ja, sehr, sehr, sehr interessanter Autor hier stellt, und zwar Florian Blüm auf seinen Blog, ich werde ihn gleich einblenden, ist, wenn Kernkraft überhaupt nicht konkurrenzfähig ist, warum muss er dann gesetzlich in Deutschland verboten werden? Weil wenn Kernkraft einfach nicht konkurrenzfähig wäre, dann würde es auf dem freien Markt überhaupt keine Nachfrage danach geben, weil es ja viel zu teuer ist. Hat er sich mal damit beschäftigt, als also es gab ja diese Diskussion, ne? Wo es dann hieß, ja, okay, wir machen jetzt noch lassen die Kernkraftwerke noch 3 Monate weiter laufen, weil die Brennstäbe im Prinzip noch reichen für so lange, als sozusagen diese Gaskrise war. Keine Mucke mehr an, raus, Alter, mach raus, Wichser. Wie bitte? Entschuldigung. Sie, Wichser. Erst Flagger, Dankeschön für den Subgift. Also, da gab es diese Gaskrise und dann war ja die Frage, lohnt sich das, die jetzt noch 3 Monate weiterlaufen zu lassen, um sozusagen den Gasmangel irgendwie zu überbrücken. So, da ist dann letzten Endes ist dann Dings. Ach so, ja. Gab es eine Diskussion zwischen FDP, den Grünen und den Betreibern der Kernkraftwerke RWE und E.ON. So. Und RWE und E.ON haben beide gesagt, nein. Ne? Also das lohnt sich nicht, die weiterlaufen zu lassen. Wir wollen die auch nicht weiterlaufen lassen und wir wollen auch keine neuen bauen. So, weil es sich einfach nicht lohnt. Es ist ein schlechtes Geschäftsmodell, womit wir Verluste machen. Es ist eine teure
extrem aufwendige und extrem bürokratieintensive und dann im Anschluss auch noch mit dem Müll und so weiter, das ist uns alles viel zu, das können wir, haben wir keinen Bock drauf. Also sowohl RWE und E.ON, die haben das jetzt nicht aus Klimaschutzgründen oder sonst irgendwas, sondern so einfach, weil das sich wirtschaftlich überhaupt nicht rechnet. Gar nicht. Haben die gesagt, nee, also diesen Streckbetrieb über 3 Monate brauchen wir nicht machen. So. Dann subventioniert ohne Ende. Ja, das, aber selbst mit Subventionen lohnt sich's nicht. Selbst mit Subventionen nicht gelohnt. Haben die gesagt, nee, wollen wir nicht. Also die freie Wirtschaft, der freie Markt hat gesagt, wollen wir nicht. Die Politik hat aber gesagt, wir müssen die Leute beruhigen. Ne? Also die Grünen, ne? Und die FDP, die haben gesagt, wir müssen die Leute beruhigen. Ne? Also wir haben ja Energiekrise, wir machen jetzt noch diesen Streckbetrieb über 3 Monate. So, das heißt, es war eine Entscheidung letzten Endes der Politik gegen den freien Markt. Das ist die Realität. Der simple Fakt, dass wir die Kernkraft in Deutschland verbieten müssen, zeigt einfach schon, dass bei Harald Leschs Theorie nichts dran ist. Ja, und das ist das Interessante. Und ich bin dazu gekommen auf dieses Video von Harald Lesch. Und zwar durch diesen Blog Florian Blüm, ja. Und zwar hat er 26 Kernkraftmythen von Harald Lesch hier wirklich nach Strich und Faden zerlegt. Safe. Und das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und ich habe euch einfach jetzt mal 2 der interessantesten mit rausgesucht. Ich empfehle euch aber unbedingt beide hier, also alle euch anzuschauen. Aber schauen wir jetzt erstmal auf diese hier. Kernkraft ist wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig. Hier hat der Autor zum Beispiel mal die tatsächlichen Kosten der Stromerzeugung, also die Vollkosten von allen Energielieferanten hier in Deutschland und allgemein verglichen. Und man sieht hier, also die AKW-Verlängerung ist mit Abstand am günstigsten. Vollkosten von Stromerzeugern in Deutschland. Was ist das hier? Die Stehungskosten, Brennstoff. Also, es tut mir ja leid, aber das widerspricht allem, was man so an Messungen und was man so an Zahlen dazu hat. Ne? Also, der französische Atomkonzern hat aufgrund der Unwirtschaftlichkeit der Kernkraft insolvent gemacht. Also, Frankreich hat ja sehr, sehr viel Atomkraft. Ne? Und deswegen sind sie auch von der Klimabilanz relativ in Ordnung, was ihre Stromerzeugung angeht. Aber es hat sich halt überhaupt nicht gerechnet. Also, die haben massiv Verluste gefahren und dann wurde dieser Konzern verstaatlicht. Das heißt, die wurden enteignet, weil sich das überhaupt nicht gerechnet hat. Seit der Enteignung des französischen Atomkonzerns hat der französische Staat mit diesen Atomkraftwerken über 70 Milliarden Euro Schulden gemacht. Was für Betriebskosten fallen denn bitte bei Solaranlagen an? Ja, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was das hier... Moment, Betrieb und Entsorgung. Die wollen einen doch komplett verarschen, oder? Die wollen mir also wirklich erzählen, dass Betrieb und Entsorgung bei einem neuen AKW günstiger ist als bei Kohle oder bei Wind Offshore. Das können die doch nicht ernst meinen. Also mal wirklich ganz im Ernst. Ich habe keine Ahnung, wo diese Zahlen her sind, aber diese Zahlen sind vollständiger Bullshit. Also vollständiger Bullshit. Keine Ahnung. Das sag nicht ich, das sagen die fucking Atomkonzerne selber. Das ist ja der Witz daran, ne? Also wenn die ganzen Atomkonzerne da sitzen würden und sagen würden, oh, wir wollen unbedingt weitermachen mit der Kernkraft, ne? Aber also pro Megawattstunde US-Dollar kosten insgesamt
Und dann sehen wir halt, dass sich die Kosten bei Nuklear sogar gesteigert haben. Die haben sich um 47% sind die nach oben geschossen. Seit 2009 sehen wir das hier. Und die liegen halt weit über pro Megawattstunde. Hier sehen wir Solar-PV und Wind, ne, wo die Kosten halt massiv abgesunken sind. Das sehen wir hier drastisch abgesunken, weil einfach durch Massenproduktion und eben technologischen Fortschritt konnten hier wesentlich höhere Effizienzgrade erreicht werden. Und deswegen ist das hier komplett in den Keller gegangen. Und also es tut mir leid, aber das ist ja komplett out of jeglicher Konkurrenz, ne? Ja. Hier sieht man das halt auch, dass das weltweit jetzt auch nicht irgendwie auf dem Vormarsch ist, ne? Also Nuklear ist halt, hier sehen wir die Steigerungsraten weltweit, Terawattstunden pro Jahr und Annual Production, hier sehen wir Nuklear, das ist halt ziemlich am Stagnieren und dann haben wir Wind und Solar und das geht halt komplett stonks, ne? Also weiß ich jetzt nicht. I don't know. Ich habe keine Ahnung, wie sich diese Zahlen hier zusammensetzen. So ist halt, müsste ich mir jetzt die Studie durchlesen, falls es eine ist, falls die Zahlen überhaupt echt sind. Aber das kommt alles hier nicht hin. Aber auch. Was heißt denn Kilowattstunde EL eigentlich? Eurocent pro Kilowattstunde EL. Neue Kernkraftwerke sind zum Beispiel günstiger elektrisch, okay, als Wind am Land, günstiger als Solarpark, von wegen die Sonne schickt keine Rechnung, günstiger. Ey, wirklich, also ich habe ja eine PV-Anlage. Also wir haben ja eine PV-Anlage auf dem Dach und die Dinger, die laufen, also die haben mittlerweile, wenn man sich eine PV-Anlage besorgt, hat man da 40 Jahre, 45 Jahre, teilweise 70 Jahre Garantie drauf. Das muss man sich mal vorstellen. Also diese Dinger, die sind einfach, das ist ja einfach nur ein Panel. So, du musst das gegen Elementarschaden versichern, weil könnte ja sein, dass irgendwie, keine Ahnung, irgendwie irgendwas drauf fällt oder so, ne, ein Sturm, ein Baum fällt drauf oder so. Aber das war's dann auch. 70 Jahre noch nicht gesehen, 40 Jahre, doch, habe ich schon gesehen, 70 Jahre, aber natürlich dann mit nachlassender Leistung, ne? Also damit die Garantie, die Leistung geht natürlich in den Keller, aber die Dinger, die produzieren, also die sind so wenig wartungsintensiv, das ist komplett insane. Vor allem auch als Wind offshore, günstiger als Dachsolar, günstiger als Erdgasdampf, das liegt aber vor allem auch an natürlich den Brennstoffpreisen und so. Günstiger an Biomasse und günstiger vor allem auch als Kohle. Das heißt, Kernkraft gehört mit zu den günstigsten Produzenten von Energie. Harald Lesch quatscht hier einfach kompletten Mumpitz, ja? Und das andere ist ja auch immer, schaut in die Realität. Also schaut in die Praxis. Ja, und da gehen Atomkonzerne pleite und die Energieversorger wollen keine Atomkraft mehr, weil es sich nicht rechnet. Das ist die Praxis. Ne? Wenn Kernkraft nicht konkurrenzfähig wäre, dann hätten wir ihn nicht verbieten müssen. Und zweitens, dann würde nicht der Rest der Welt überall in Kernkraft investieren und mehr Kernkraft benutzen. Hab ich eben gezeigt, passiert nicht, also stimmt nicht. Also es wird nicht in Kernkraft, der Rest der Welt investiert nicht in Kernkraft. Ist komplette Blödsinnsaussage, Fake News. Weil es eben unter anderem, neben dem klimatischen Aspekt, wie wir gleich noch sehen werden, eben ein hervorragend günstiger Energieproduzent ist. Also, lieber Herr Lesch, bitte machen Sie mal ein bisschen Ihre Hausaufgaben. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Klimawandel. Wie klimafreundlich ist Strom? Hier macht Harald Lesch etwas, was man in der Wissenschaft Cherrypicking nennt. Das heißt, ach so, er sucht sich eine einzige Quelle heraus und nimmt dann aus dieser Quelle, die übrigens eine Anti-Kernkraftquelle ist, so viel zum Thema Befangenheit der. Was ist denn das für eine Quelle? Quellen. Einen absoluten Datenauslei oder Outlier heraus, der überhaupt nicht den Durchschnitt
ergibt. Hört mal kurz, was er sagt. Kernkraft schon besser ist als die fossilen. Was steht denn da für eine Quelle? Aber die Kernkraft. UBA Wise. Okay, gucken wir mal, was das ist. Umweltbundesamt. Ach so. Ja. Umweltbundesamt, natürlich. Das kann man, da kann man natürlich nicht vertrauen. Ist viel schlechter in der CO2-Emission als irgendwelche Erneuerbaren. Also sie ist um bis zu 2 Größenordnungen schlechter. Das heißt. So, das auch ist völlig falsch. Wie sie das sind ja komplette, das sind komplette Solarfanatiker beim Umweltbundesamt. Ebenfalls hier von Florian Blüm richtig toll mal dargestellt wird. Und zwar folgendes. Also er sagt hier, die Emissionszahl für Kernkraft, die Harald Lesch nennt, ist 117 Gramm pro CO2-Kilowattstunde. Seht ihr? Also genau das, was hier dann ja auch in diesem Graphen, der ganz kurz eingeblendet war, zu sehen war. Ne? So, Problem ist aber, dass das ein absoluter Outlier war, weil ein aktueller Wert für die CO2-Emission von Kernkraft ist 6 Gramm CO2. Also 19 mal so wenig. Übrigens alles hier immer mit offiziellen internationalen Studien und Statistiken und so weiter belegt. Also wenn ihr mal kurz schaut, allein das Quellverzeichnis hier von diesem Artikel, ne, hat alle Quellen und so weiter, alles mit drin. Ja, aber Quellen alleine zu haben, reicht halt nicht aus. Ne? Das kann man halt auch fehlinterpretieren und die können halt auch schlecht sein. Verlinkt. Und das sind ja auch die offiziellen Daten, an die sich zum Beispiel natürlich die ganzen anderen Länder auch halten. Und die also die Hauptargumente gegen Kernkraft sind ja auch nicht, dass Kernkraft besonders klimaschädlich ist. Ne? Hauptargumente gegen Kernkraft sind, es rechnet sich wirtschaftlich überhaupt nicht, gar nicht. PV und Wind sind sehr viel günstiger und der Müll, den irgendwo lagern zu können, ist ein Riesenproblem. So, das sind so die Hauptargumente gegen Kernkraft. So, nicht, dass das jetzt irgendwie mega klimaschädlich ist. Ich habe ja eben selber gesagt, dadurch, dass Frankreich so viele Kernkraftwerke hat, sind sie in der Klimabilanz halt besser. Aber so, wenn ich doch die beste Technologie habe, die sowohl den günstigsten als auch den saubersten Strom erzeugt. Warum sollte ich auf irgendwas anderes setzen? Außer ich bin ideologisch verblendet. Experten, ja. Sogar der Nobelpreisträger aus Amerika, Stephen Chu, hat ja gesagt, die Grünen sollten nicht immer so viele Halbwahrheiten und Fake News bei der Kernkraft und so weiter verbreiten. Und das sieht man, Harald Lesch macht das genauso. Das ist unfassbar, ja. Aber es geht noch weiter hier beim Thema Klimawandel, weil schaut mal, der Weltklimarat kam 2014 dank einer Metastudie über mehr als 100 Einzelstudien auf den Median 12 Gramm für Kernkraftwerke. Das ist niedriger als die CO2-Emissionen für Wind und für Solarparks. Ja? Das heißt, Kernkraft ist laut den Gut. 2014 ist natürlich eine alte. Ist natürlich ein alter Weltklimaratsbericht. Das ist sehr, das hört sich sehr nach Cherrypicking an, ne? Oh. Sad. Also der 2014er hier zitierte Bericht, das geht halt von 3,7 bis 110 Gramm. 12 CO2-Äquivalente im Median, ist schon richtig. Jetzt interessiert mich aber, wie ist es denn in der aktuellen? Wie ist es denn im Moment hier? Erneuerbare Energiequellen. Ist das die aktuelle Geschichte? Eigentlich ist es egal, ne? Weil das ist kein Argument für oder gegen Kernkraft, weil man eben weiß, dass das jetzt von den Emissionen her nicht so krass ist, aber es interessiert mich trotzdem.
Versorgung, Gasgraf, PV, okay. Ansonsten hat Drakon dazu was in seinen Quellen zu den CO2-Emissionen von Kernkraft? Wärmepumpen. Nee, hat er nicht. Aber wahrscheinlich einfach, weil das egal ist, ne? Hat er das nicht drin? Naja, scheiß drauf. Juckt halt nicht. Aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen die klimafreundlichste Möglichkeit, Energie zu produzieren, die es auf dem Planeten Erde gibt. Und dann hat er noch was ganz anderes Interessantes gezeigt. Also erstmal abgesehen davon, dass es sich beim WISE halt eben um eine Anti-Atomkraft-Lobbygruppe gilt, ja. Zweitens aber, wenn man jetzt zum Beispiel das Cherry-Picking auch für Solar machen würde oder für Wasserkraft, dann hätte man sogar noch höhere Werte als bei dem Outlier von jetzt der Kernkraft. Und das Interessante ist, dass das natürlich all. Ja, Wasserkraft und Solar, das ist richtig schlimm. Also da kommt CO2 in die Luft, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist immer so lustig, Hunger. weil schaut euch mal zum Beispiel die Leute an in den Kommentaren unter Lesch Videos. Ne? Da steht dann immer so: Man könnte ganz einfach den Atommüll am Rand der flachen Erde herunterwerfen. Also, das sind quasi Leute, die sich dann über Flat Earther und so weiter lustig machen und immer sagen, ja, das sind ja quasi alles Verschwörungstheoretiker, die irgendwie an die Kernkraft und so weiter glauben. Ja, Problem Ich ist. verstehe das nicht, ne? Also der ist doch so wirklich so ein Marktradikaler. Warum hört denn der dann nicht auf den Markt? Also das raff ich wirklich nicht, ne? Nur, dass diese sogenannten Experten selber ja einfach das für bare Münze nehmen, was Harald Lesch verbreitet und das überhaupt gar nicht stimmt. Ja, und das ist ja das Interessante hier, ja, wo ich einfach nur jedem mal empfehlen würde, sich diesen kompletten Artikel mal anzuschauen und durchzulesen und eben das auch dann mal im Kontext zu dem zu sehen, was Harald Lesch sozusagen für Sachen verbreitet. Und dann kann man ja sich selbst eine Meinung bilden. Ich bin ein absoluter Praktiker. Ich gucke immer, was passiert in der Realität. Die Ja, ganze Welt genau. investiert in Kernkraft und genau das. Ja, okay, das ist Fake News, das haben wir eben gesehen. Niemand investiert in fucking Kernkraft, sondern es wird in PV und in Windkraft investiert. Mache ich auch. Und deswegen empfehle ich euch auch, ebenso wie es zum Beispiel bei der eigenen Rente ist, wo ich ja schon damals gesagt habe, ich verlinke es euch gerne, hört nicht auf Scholz, der nichts von den Norwegern lernen will, schaut nicht, was die deutsche Rente irgendwie für euch tut. Und das ist wirklich halt eine Art Schneeballsystem, wo ihr eine Spekulation eingeht, die irgendwann in 30 Jahren vielleicht aufgeht, vielleicht auch nicht. Ja, ich setze bei meiner Rente auf Sicherheit. Ich Ah mache ja. es so wie die Norweger. Ich baue mir mein eigenes Rentenportfolio auf. Und genauso mache ich es übrigens bei allen meinen Investitionen. Ich gucke nicht auf das, was irgendwie irgendwelche Leute, die von Wirtschaftlichkeit keine Ahnung haben und die selber keine Ja, Praxis dann investier mal ein bisschen in Atomkraft. Viel Spaß dabei. Erfahrung haben, behaupten, sondern ich gucke, was funktioniert in der Realität. Und wenn ich sehe, alle Länder der Welt fangen an, in Kernkraft zu investieren. Was habe ich gemacht, als dieser Entschluss beispielsweise neulich gefasst wurde, von diesen ganzen. Okay, also wir müssen noch mal kurz gucken. Ja. Alle Länder dieser Welt investieren in Kernkraft. Safe, 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 safe. So, hier ist übrigens nochmal, ne? Von 2022, ein bisschen neuer, ne? Folgekosten von Atomstrom. Oh. Ah, ist ja jetzt blöd, ne? Folgekosten, das ist ja, eieiei, das ist ja tatsächlich am höchsten. So eine Scheiße, aber auch. Hier, ups.
World Statistics. In Operation, Suspended Operation. So, okay. Under Construction. Hier sehen wir Net Electric Capacity, Number of Reactors. Okay. Also, Argentinien baut ein, Slowakia ein. Also, hier sehen wir, das ist alles. Das ist fucking alles. China baut 25. So, das ist so der Löwenanteil. Alles andere ist ziemlicher Quitschi-Quatsch, ne? Also ist kaum was. So, also das ist halt wirklich zu vernachlässigen, was hier gebaut wird insgesamt. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das 20 Jahre dauert, ungefähr so ein Kernkraftwerk zu bauen, das ist absurd dumm einfach. Keine Ahnung. Auf die Idee kommt, dass das irgendwie eine schlaue Idee ist. Staatenverbund mehr in Kernkraft zu investieren. Was habe ich gemacht? Under Construction gleich in Planung und nicht wirklich im Bau. Ist das so? Das wird es ja noch dümmer machen. Ne? Also. Na, als erstes, ich habe Kasatomprom-Aktien gekauft. Ja? Und was ist passiert seitdem mit den Kasatomprom-Aktien? Boom, wow. Ich habe bereits 5.000 Euro. Weil er das gekauft hat einfach. So verdient. Nur mit Kasatomprom-Aktien, ja. Die habe ich jetzt nicht hier in dem Freedom Depot, sondern in meinem anderen Firmendepot hier drin. Aber, und das ist ein weiterer Vorteil, ich habe jetzt nämlich neulich gesehen in Zypern, als ich dort war bei den Leuten, dass man auch bei Freedom 24 ein Firmenaccount machen kann. Also mit einer deutschen GmbH oder mit einer anderen Gesellschaft. Und jetzt habe ich mit meinem spanischen Unternehmen gerade ohne Probleme hier ein. Sind die China in den 15 Baufindlichen nicht über die Hälfte bereits auf Halt gesetzt und der weitere Bau gar nicht erst. Ich weiß das nur bei den Kohlekraftwerken in China, ne? Also dass da halt ganz viele gestoppt worden sind von diesen Projekten, die da geplant worden sind und dass halt ganz viele, die jetzt tatsächlich gebaut worden sind, gar nicht laufen, beziehungsweise auf Minimallast nur laufen, weil man sie eigentlich gar nicht braucht. Firmenaccount gemacht, da muss man natürlich einige Daten und so weiter von der Firma hochladen, das wird alles gerade noch geprüft und dann setze ich eben genau auf die wissenschaftliche Realität. Das heißt, das Interessante ist, man kann, wenn man sich zum Beispiel solche Videos von Harald Lesch oder von anderen Leuten aus dem grünen Spektrum einfach anschaut, was die so über die Realität behaupten, dann kann man damit sogar Geld verdienen, indem man einfach immer das Gegenteil macht von dem, was die sagen. Also wenn jetzt der Grüne irgendwie sagt, die und die Energie wird sich nicht durchsetzen oder das und das ist richtig ökonomisch, das ist richtig gut, dann weiß ich einfach nur, dass ich das entweder leer verkaufen muss oder aber das in das Gegenteil von dem, was der Grüne sagt, investieren muss. Das ist, was man eigentlich sagt beim Investieren, ein perfekter Kontraindikator. Ja, man kennt es, ne? Die Aktientipps von Robert Habeck. Der sitzt die ganze Zeit da und gibt Aktientipps von morgens bis abends. Ja, und bei der Kernkraft hat es mir bisher schon gutes Geld gebracht. Das Interessante ist jetzt auch zum Beispiel, ohne dass natürlich Kasatomprom jetzt von mir irgendwie eine Aktienempfehlung ist, es ist mein eigenes Geld, mein eigenes Risiko, was ich da einsetze, aber dieses Unternehmen hat in den vergangenen paar Jahren jetzt die Dividende enorm erhöht schon, ja, also die Dividendenrendite besteht schon jetzt mittlerweile bei 5-6% und ich denke mal, dass ich über die nächsten 10, 15 Jahre allein durch die Dividende sehr gutes Geld zum Beispiel bei diesem Unternehmen verdienen werde, ja, und ich muss sagen, Das ist auch das, was eigentlich Politik und Aktien sozusagen Investments ausmacht oder wo es in der aktuellen Zeit eben darum geht, weil wir haben die hohe Inflation, ne? Wir haben die hohen Energiekosten, wir haben überall diese politischen Maßnahmen, die unter anderem auf genau solchen Falschaussagen beruhen, die eben ständig zu permanenten neuen Kosten und Hürden für den deutschen Verbraucher und für den deutschen Bürger führen. Also habe ich ja zumindest die Möglichkeit, und das ist das Geniale an der Börse, ich kann mir zum Beispiel immer dadurch das Geld und das, was die Politik... Weil die Börse ja auch abbildet, welche Unternehmen gerade richtig vernünftig wirtschaften. Ne? Die Börse ist nicht etwa einfach nur so ein Voodoo-Ding, wo man so ein bisschen in irgendwas glaubt und dann steigt da der Kurs, weil viele Leute diese Aktien kaufen, ohne dass da irgendwas in irgendein Unternehmen fließt, sondern weil man einfach irgendeinem anderen Dulli Geld dafür gibt, dass er die Aktie an einen, also ne, ich gebe irgendeinem Dulli Geld, dann gibt er die Aktie mir. So, das Unternehmen hat dadurch, ich habe nirgendwo hin investiert oder sonst irgendwas. So, das ist halt einfach Voodoo. Vermasselt wieder selbst
zurückholen. Und das ist eben der unfassbare Vorteil, den ich finde, den man... Also Vegetarier sind meiner Meinung nach also Leute, die sich vorwiegend also von Gemüse ernähren. Ich glaube, das sind so ähnlich wie Kommunisten. Das mit die Kernkraft wird noch ein richtig großes Ding, Leute. Ich habe es bei Aktien in der Birne gehört. Mm. Der wird schon recht haben und ist auch nicht im grünen Spektrum wie der Pepe. Ja. Bitcoin schon fast bei 70.000. Ja, Bitcoin ist halt unterm Strich, im Durchschnitt verliert man mit Bitcoin immer. Also jeder, im Schnitt verliert jeder bei Bitcoin. Weil Bitcoin ist ein Nullsummenspiel. Ne? Du kannst da nicht, also rein theoretisch kannst du halt gewinnen, wenn du dafür sorgst, dass andere verlieren. Und deswegen ist Bitcoin halt scheiße. Durch die Grünen hat. Also wenn sie schon eben in ihrer politischen Analyse so verquer sind, dann kann man wenigstens ein bisschen damit, natürlich auch mit Risiken, das ist völlig klar, aber an der Praxis orientieren und das wieder kompensieren. Falls du noch nicht in Aktien investierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall jetzt mal einen Account bei Freedom24 einzurichten. Ja, piss dich. Dein Placement.